heißt das Level. Lass uns weitergehen. Nein, aber ernsthaft, warum? Ach, Junge, und wie du wieder aussiehst. Warum bist du hier? Ah! Ups. Der steht da reichlich doof. Den habe ich schon mal gesehen. Was soll ich jetzt mit dem machen? Du hast einen Scharfschützen. Ach ja, richtig, ich vergesse das immer. Ich hatte schon wieder vergessen, dass die einen Schwachpunkt haben und dass der nicht merkt, wenn man ihn rot anstrahlt, aber. Es ist ja ein bisschen länger her, dass wir das gespielt haben. Ja. Also, er ist runtergefallen und ich speichere. Ja. Nee, diese Tür. Da explodiert was vor und sie geht auf. Ja, klar. Die reagiert auf Druck. Bitte drücken. Fester. Ja. Bitte an mehreren Flächen gleichzeitig. Sag mal, Werner, willst du ernsthaft dein eigenes Gebäude kaputt machen, nur um mich loszuwerden? Autsch. Außerdem, warum sitzt Werner im Rollstuhl? Ich bin mir nicht sicher, ob das Werner ist. Werner sah irgendwie in Teil 4 fitter aus. Ja, aber er hatte Werners Stimme. Das auf jeden Fall. Lara, nicht trippeln! Lara, darüber Anlauf nehmen und springen! Ja, genau das wollte ich, aber Lara hat lieber getrippelt! Wer sitzt da eigentlich am Hubschrauber und schreit immer Whoa! Das ist ein sehr dramatischer Schütze. Och, Lara! Trippi! Ich meine, er hängt halt im Hubschrauber und ich sollte ihn gar nicht hören. Der hat offenes Verdeck. Ja, im Hubschrauber. Dann frage ich mich trotzdem, wie laut der ruft, dass ich den immer noch höre. Der ist halt sehr begeistert davon, dass er alles kaputt schießen darf. Das wollte er schon länger mal tun. So, Lara, wir haben gerade gespeichert, wir laufen drauf zu und dann... Nein, das gibt kein Ups. Das ist kein Ups wert. Oh, musst du da Reflexe haben. Ach. Lara, wir gehen erstmal auf die Seite rüber, ganz weit, und dann haben wir... Das ist Springen, ja? Gut, das ist Springen. Aber ich finde es das nett, dass der das Gebäude so selektiv zerschießt, dass man da noch einen Pfad ausmachen kann. Ja, der hat halt die Anweisung bekommen, triff sie und sorgt dafür, dass wir das Gebäude hinterher noch irgendwie wieder aufbauen können. Ah. Gut, speichern wir. Also das treibt jetzt nochmal die Speicherpunkte in die Höhe. Definitiv. Lara, das ist doch wohl nicht dein Ernst. Das wirst du doch wohl schaffen können. Lara, wo wollen wir eigentlich hin? Nein, Lara, die Frage meine ich tatsächlich ernst. Wo wollen wir denn jetzt hin? Na, im schlimmsten Fall kannst du dich an der Wand festhalten. Also, ich bin jetzt bei der Flamme. Ja, da bin ich auch. Lara, ich habe eine Idee, aber ob die funktioniert? Zumindest haben wir überlebt. Das ist doch schon mal was wert. Nee, das war's nicht.
Wo soll ich denn jetzt hin? Lara, das ist eine Idee. Wenn du darüber kommst, kommst du auch darüber. Klar, wenn du darüber kommst, kommst du auch darüber. Das, was machst du? Lara, allerdings ist das nicht sehr sinnig. Da waren wir nämlich schon mal. Ich war quasi gerade dabei, eine Etage tiefer zu springen. Nein. Was nicht sehr sinnig ist, wenn wir ganz ehrlich sind. Oh, weißt du, was du machen musst? Ich hab's rausgefunden. Und du zwar? Kannst hinter der Flamme die Wand eintreten. Ah, okay. Wie gut, dass Lara dabei mit ihren Füßen in der Flamme hängt und nicht anfängt zu brennen. Lara, ich hab ihn gesehen. Lara! Gib mir eine vernünftige Kameraeinstellung! Ernsthaft? Lara, ich höre ihn! Lara, Kamera, bitte! Lara, ich kann nichts sehen! Ich darf nicht mal in mein Scharfschützenvisier. Ist doch wohl... Okay, dann ändern wir den Waffenmodus. Hast du irgendeine Ahnung? Nee. Die Kameraeinstellung hilft auch nicht wirklich. Nee. Kerl, was läufst du immer das über das Gitter und guckst runter? Kerl, hol mich hier raus. Kerl, geh bitte wieder weg. Toller, jetzt bist du irgendwie aus der Kameraeinstellung rausgelaufen. Oder war gerade dein Hintern? Ah, da bist du wieder. Gut, dann eben wieder im Scharfschützenmodus. Wenn uns das was bringt. Den darfst du nicht benutzen. Doch, ich kann damit bloß nicht zielen. Richtig. So, aber wenn der Kerl hier gleich aus dem Bild ist, also eigentlich... Warte, Lara steckt die Waffe mal weg. Ich habe wieder so ein typisches Bild für die Kategorie... Wenn Sie ein Nerd sind, der alte Videospiele spielt, was für ein Spiel ist das hier? Tomb Raider 5. Ich wusste es. Was habe ich gewonnen? 5 Gummipunkte. Cool. Das heißt, ich habe schon 7. Ja. Typ, geh doch einfach nochmal weg. Ja, Sunstone. Ich glaube, ich sehe was. Was siehst du denn? Auf der... Also ich muss es noch ausprobieren, aber ich glaube, da ist eine dieser Kacheln, die hat einen Griff, sodass man da rauskommen kann. Ja, möglich. Ja, hat sie. Aber das ist mal wieder sehr unoffensichtlich. Boah, weißt du was, Typ? Jetzt reicht's. Schnellfeuermodus. Ausrüsten. Ach so.
Schnellfeuermodus ausrüsten. Nein, ich schiebe noch an der Kante. Das geht nicht. Ja, das war schon zu viel. Also so weit vorne. Sag mal, haben die es ernsthaft nicht hinbekommen, die Texte voll aussprechen zu lassen? Offensichtlich nicht. Lara? Dann nehmen wir doch eben den Schnellfeuermodus. Das ist mir jetzt aber inzwischen so egal. Lara! Medipack! Was hast du denn jetzt schon wieder aufgehoben, Lara? Die Fanghakenwerfer-Ammo! Was für ein Ding? Fanghakenwerfer-Ammo. Lara, krieg ich jetzt bitte... Danke, ich habe wieder vernünftige Einstellungen. Sag mir nicht, du hast noch nie Fanghakenwerfer... Ammo benutzt? Nee, habe ich noch nicht. Okay. Wusste ich doch, dass dein Kopf mehr zu bieten hat als nur ein hübsches Gesicht. Genau, du standst nicht im Laser, aber in dem Moment, wo du dich geduckt hast, bist du ein Stück nach vorne gezuckt und hast damit den Laser aktiviert. Okay, ich sehe den Laser, aber ich hole mir erstmal die andere Ammo. Was zur Hölle? Wie soll ich das denn wissen? Ich kann doch nicht so genau... Auch mit dem Infrarotgerät sehe ich nicht so genau, was da hier los und Sache ist. Lara, bevor wir das tun, speichern wir. Okay. Unter dem ersten muss ich drunter durch. Auch im richtigen Moment. Soll ich dir einen Tipp geben? Schieß hinten mit deiner Scharfschützengewehr auf das Ventil. Also, geben sie dir jetzt inzwischen auch noch falsche Tipps? Ich weiß nicht, was haben sie denn gesagt? Benutzt dein Infrarotgerät! Sie haben dir gerade in der Szene davor gesagt, benutzt dein Infrarotgerät, damit du siehst. Ist schön und gut, ich habe das gemacht, aber renn trotzdem in den Laser rein. Ja, das habe ich auch hingekriegt, aber... Also ich find's rein... Wenigstens siehst du sie dann dauerhaft. Also ich find's rein albern, dass man uns jetzt Tipps gibt, die falsch sind. Naja, ich denke, es ging eher darum, benutzt dein Gerät, damit du... Ich sehe sie dauerhaft, aber ich sehe sie ja nicht in Bodennähe. Das hilft also auch nichts. Aber du weißt, dass es zwei Stück jeweils sind. Ja, aber ich kann's trotzdem nicht einschätzen. Weil sehr hilfreich sind die nicht, finde ich. Runter, runter, runter. Och, Lara! Den ersten hatten wir! Und Lara, da war gar keiner! Nein, nicht neues Spiel! Boah, ich hasse dieses... dieses Menü! Er geht mir so ähnlich. Ja, Lara, ewig lange Cutscene überspringen, bitte. Lara! Boah, ja, Lara, darf ich jetzt mein Spiel laden? Nö. Ding, 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 ding. Darf ich jetzt laden? Danke. Ego-Shooter machen nicht aggressiv. Lara Croft macht aggressiv. Ja. Ich berühre den Laser nicht. Lara brennt.
Ich versuche unter dem ersten herzukrabbeln. Lara brennt. Ja, den ersten kriege ich noch. Nee, da hapert's schon. Nee, ich krieg's nicht hin. Beim besten Willen nicht. Es tut mir leid. Sie geben einen falschen Tipp und das ist so auch noch total affig schwer. So, Lara, kannst du hier bleiben? Ohne. Nein, kannst du natürlich nicht. Ich kann machen, was ich will. Ich verbrenne. Wie machst du das beim ersten? Ich gucke mir an, wann der runtergeht. Und wenn ich weiß, er müsste jetzt unten sein, bücke ich mich und krabbel los. Aha. Also, du siehst ihn ja, wenn er runtergeht. Und wenn er ganz unten ist, dann. Ist er dann nicht mehr zu sehen. Ja, aber dann würde ich da doch voll reinkrabbeln. Nee, Lara krabbelt so langsam, dass der wieder oben ist. Also meiner Ansicht nach, von der Geschwindigkeit, wie sie sich bewegen, müsste sie eigentlich reinkrabbeln, aber ist in Ordnung. Und jetzt bin ich in den nächsten reingekrabbelt. Also ich hab's vermutlich jetzt bis zum dritten geschafft. Ja, schön, warte danach bitte. Das sind 6 Stück oder so und beim dritten brenne ich. Ja, ich habe jetzt zum ersten Mal den ersten geschafft. Ach nee, es ist der zweite, der mich tötet. Den kann man ja auch quasi überhaupt nicht sehen. Das ist kein cooles Rätsel, Leute. Das ist affig. Lara. Da muss man sich ja extremst konzentrieren. Für... Ach so, da war noch einer. Ja gut, dass man den nicht sehen kann. Ja, ne? Hm? Lara. Ich bin mir nicht sicher, ob das der erste, der zweite oder der dritte war. Na gut, der erste war wahrscheinlich nicht da. Hasse recht. Okay, oben. Unten loskrabbeln. Ich kann nicht mal einsehen, ob der bitte unten ist. Nee, beim dritten brauchst du dann wieder eine neue Strategie. Ach, ist das herrlich. Danke, Core Design. Ich habe selten so viel Spaß gehabt. Lara, das war ein bisschen zu früh. Geben wir ja zu. Ach, Lara. Ach, wenn ich... Ich finde, den dritten siehst du auch überhaupt nicht. Also, mir ist nicht gut genug, um den einzuschätzen. Nö. Doch, jetzt bin ich wieder mal am ersten gestorben, herrlich. Lara, ich habe eine Idee, aber... Lara, jetzt zeig mir,
Der dritte ist aber auch verdammt hart. Ach. Aber ich glaube, ich habe jetzt eine Technik, wie man es eventuell hinkriegen könnte. Okay. Also ich habe noch keine gefunden, den dritten. Ich speichere jetzt erstmal nach dem ersten. Wie lang ist dieser dritte? Aha. Der besteht ja nur noch aus Teilen. Klar, wenn du nicht so weit springen würdest, dann hätte das sogar geklappt. Springen? Ich habe versucht, über den dritten drüber zu springen. Hat sie getan und sind direkt in den fünften gesegelt. Ah. Okay, Lara, ich sehe ein, das war nicht die perfekte Position, um da mit dem Kopf rüber zu rennen. Okay, so weit zurückgehen darf ich nicht. Geht's wieder runter. Nee, springen bringt überhaupt nichts. Okay, der war noch nicht weg. Gut. Nein, nein, Lara, da war kein Laser. Ich sehe ihn doch in dem Moment, wo du anfängst zu brennen. Und er war meilenweit von dir weg. Lara, das war blöd, mit deinen Füßen da reinzurennen. Lara, das war auch wieder blöd mit deinen Füßen. Sag mal, kannst du deine Füße eigentlich nicht irgendwie da zur Seite klappen? 52, 53. Nein, Lara, da war nie im Leben ein Laser. Jetzt gehst du hoch. Und das ist der andere oben. Jetzt gehst du hoch. Und jetzt ist der andere auch. Oh. Der war sehr wohl oben, Lara. Ja, beim dritten sieht Lara das so, wie sie das will. Ach, Lara! Lara, wir speichern jetzt erstmal, dass ich dich gewendet habe. Lara, ich sehe jetzt gar nichts mehr. Schön, dass wir wieder eine Kameraeinstellung haben, in der ich vielleicht die Laser sehen kann. Das ist doch affig. Wann bist du oben? 21, 22. Ach, ich hab den Laser nicht berührt. Nein, Lara. Da war kein Laser. Doch, da ist einer.
bin langer Kopf, ich weiß das besser als du. Das ist Lara Croft, sie weiß es besser als wie ich oder so. Ja, doch, Lara, hier brennen wir. Das war natürlich ungut. Lara, wenn du jetzt nicht doof gegen die Wand geprallt wärst. Und dadurch natürlich wieder 500 Meilen zu geschleudert wirst. Lara, wir können noch mit Dinges unten leben. Boah, langsam ist mir echt zu doof. Bist du durch, oder was? Ja. Ja, schön, sag mir wie. Also, ich habe zwischen der zweiten und der dritten gespeichert. Ja, da steht ungefähr seit 20 Minuten. Bin dann mit Rückwärtsschritten, also Richtung Ausgang guckend, möglichst nah an die zweite Falle gegangen. Das habe ich auch schon probiert. Und dann bin ich, als das Ding unten war, mit einer gesprungenen Taucherrolle. Mit einer Taucherrolle? Ja, also nicht mit der Taucherrolle, sondern mit diesem Sprung, als wenn sie ins Wasser springen würde. Was meinst du jetzt? Springen und gehen zeitgleich also gedrückt und vorwärts. Ja. Klar. Ist ja total sinnig, darauf zu kommen. Dass ich das nicht gleich bemerkt habe. Nein, Lara, kein Schritt nach vorne, Taucherrolle! Dabei macht Lara so einen kleinen Mini-Plumps nach hinten und geht in die letzte Falle zurück. Das ist ungut. Weil sie ihren Hintern in die Falle steckt. Noch viel unguter. Mhm. Also ich bin hier noch 30 Jahre beschäftigt. Okay, oder auch nicht. Oh, jetzt stehe ich vorm letzten weißen Strich. Aha. Ist da auch noch eine Laserfalle drin? Ja, klar. Musst du ja eine Laserfalle drin sein. Lara, du musst die CD nicht andrehen, wir sind tot. Klar, da musste natürlich auch noch eine Laserfalle drin sein. Ja, auf jeden Fall. Wie kommst du da durch? Ich habe nämlich echt keinen Bock mehr, mir das anzugucken. Also, ich habe 2 Taucherrollensprünge hintereinander gemacht. Oh, super, 2 hintereinander. Das macht ja Spaß. Diesen abstrusen Sprung, den man nie braucht. So, ich hab's geschafft. Super, speichern! Ja, hab ich getan. Und Nü? Gut. Die Nü haben wir 2 Stunden ungefähr durch. Wie viel Lösungsbuch haben wir noch vor uns? Eben gucken. Wir sind bei Punkt 15. Und das Spiel ist zu Ende bei Punkt 81. Och, ich hab gedacht, wir sind fast fertig. Nee, für eine Aufnahmesitzung reicht es noch. Also, ich sag mal so. Ist ja alles schön und gut, aber diese Laserfalle war einfach nur Schwachsinn. Ja. Aber diese Laserfallen hier sind alle Schwachsinn. Erinnere dich an die Anfangs-Laserfalle, die erste, die wir quasi hatten. Die du erst dann kriegst, wenn du das Secret mitnimmst. Ja, richtig. Beziehungsweise, wenn du nach dem Secret weiter geradeaus krabbelst. Also, in dem Sinne, ich weiß nicht, was sie sich bei diesem letzten Abschnitt gedacht haben. Ach, Teil 4 hat sich super verkauft. Lass uns was Ähnliches entwickeln.
Ich meine, ich habe ja nichts gegen so was, wo man mal Fallen ausweichen muss, so, aber Fallen, die man nicht sieht? Wer hat da drüber, darüber hat wahrscheinlich keiner nachgedacht. Ich meine, wenn ich die Laser konstant sehen würde, ja, dann könnte ich eine Strategie entwickeln. Aber wenn ich die Laser nur alle paar Sekunden mal sehe. Also ich kann dir gerne vorlesen, was das Lösungsbuch dazu sagt. Lesen Sie mal bitte allen vor, was das Lösungsbuch das. So seid ihr, wir wissen, was sich Core Design da genau gedacht hat. Sekunde. Ein Blick durch die Infrarotbrille verrät, dieser Gang wird durch zahlreiche Laserfallen gesichert. Da es aber etwas umständlich ist, mit aktivierter Brille rumzulaufen und dementsprechend nicht einprogrammiert wurde, können Sie mit einem gezielten Schuss das Ventil am anderen Ende des Gangs zerstören und den Dampf entweichen lassen. Der Dampf macht die Strahlen sichtbar. Beobachten Sie den Rhythmus der Strahlen. Sichtbar, Pause, sichtbar, lange Pause. Während der langen Pause können Sie ungefährdet passieren. Nein. Also davon ausgehend, dass wir da gekrabbelt sind, Taucherrollen gemacht haben, nein. Ich sag mal so, ich fand deine Idee, oben drüber zu springen, gut. Richtig. Deshalb bin ich auch auf Taucherrolle gekommen. Ja, ich habe versucht, so schräg drüber zu springen, dass ich halt nicht direkt in der nächsten Falle lande, dann ein paar Mal. Ja. Davon ausgehend, was das hier für ein Quatsch ist, und da wir tatsächlich anscheinend dann ja immer noch reichlich Punkte vor uns haben. Ich dachte eigentlich, das wird für heute das gewesen sein, aber nein. Hoffen wir, dass wir nächstes Mal nicht mehr ganz so viele dämliche Laserfallenrätsel lösen müssen. Und dann sehen wir uns dann nächstes Mal wieder, wenn es heißt Let's Play Tomb Raider 5, die Chronik. Genau. Das Laserfallen-Debakel. Ja, ich befürchte, da kommen noch mehr. Ach, schön. Naja, dementsprechend sehen wir uns dann nächstes Mal. Genau, und bis dahin viel Spaß bei was auch immer ihr tut. Und tschüss und bye bye. Ciao.